take my hand and come with me, because you look so fine that I really wanna make you mine. I said, are you gonna be my girl? Ocula präsentiert Gay Bitches live aus dem Großraum Stuttgart. Die Domus 2023. So, herzlich willkommen zurück zu den Domus. Wir haben mal wieder einen absoluten Knüller für euch vorbereitet, wie jedes Mal. Wir schnacken auch am Anfang nicht lange rum. Ihr wisst, wie es abläuft. Erste Kategorie, Best IRL Moment. Best IRL Moment. Stuck im Schnee. Ich glaube, Lil Bro ist gerade beschäftigt. Ja, jetzt sind wir richtig gefickt. Digga, Leute schreiben Kevin schieben. Digga, das Ding wiegt 4 Tonnen, Alter. Als ob ich jetzt draußen das easy schieben kann, Bro. Wir fahren so einen von diesen Stabstöcken jetzt ab. Oh! Shit! Das hat... Ich glaube, jetzt ist Game Over. Hupe mitten in der Nacht. Bro, Digga. Ey, Jungs. Digga, lass bitte fahren. Oh, nein. LTE, Bruder, LTE ist wichtig. Halt doch mal die Fresse jetzt. Like LTE. Like the normal phone. Frag, ob es internationale Gewässer sind. Wir wissen nicht. Halt mal die Fresse jetzt, kriegst du das hin? Like, do you know, like... Ciao, Mike. Oh, fuck. Oh, Digga, ich hab mir überweh getan. Oh. Also vom Ding her... Reese und der Arcade-Automat. Shit. Okay, nee, schau doch mal. Können wir hier noch ein Spiel freischalten? Ja, mach ich da mal kurz was. Ist die Konsole da rechts? Piep, 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 bum, bum, bum. Ah, jetzt ist der Ton an. Los geht's. Der Ton war aus. Oder wie laut, Digga. Hey. Ich bin's. Und ich sage jetzt die Kategorie Gewinner. Ich hab die Kategorie vergessen. Scheiße, warte. Ich bin's. Und ich sage jetzt, wer gewonnen hat. Die Kategorie. Nee. Der Gewinner in der Kategorie. Besser IRL-Moment. Gewinnt. Halt mal die Fresse jetzt. Und damit habe ich auch gewonnen, weil ich war im Clip dabei. Tschüss. Like the normal phone. Frag, ob es internationale Gewässer sind. Wir wissen nicht. Halt mal die Fresse jetzt, kriegst du das hin? Like, do you know, like, it's a 4-hour drive, right? Für diese Kategorie haben wir einen speziellen wissenschaftlichen Test in Auftrag gegeben. Wir geben weiter zu unserem Experten. Ich mache das Selbstexperiment und probiere bei Kevins Content zu lachen. Legen wir los. Der erste Clip, den wir gucken, ist treuer Fan, verfolgt Papa Platte seit Megaprojekt. Oh shit, das ist ein Classic, Freunde, der ist von Edel Tour. Ich hab deine Projekte geguckt. Ah, Megaprojekt, Minecraft, ja. Geil. Oh, nö. Ich hab Classic, was haben wir hier? Oh Mann. Alter, ist das langweilig. Hast du gerade ein Foto gemacht von ihm hier? Digga! Geil. Nee, das ist auf Discord-Action. Auch nicht einfach so. Meine Dude. Ich glaube, er selbst lacht immer am meisten, ne? Über sich selbst. Digga! Geil. Nee, das ist auf Discord. Ey, ja, ohne Scheiß. Ich glaube, ich muss das Ganze abbrechen. Es funktioniert nicht. Danke, Tomatolix. Damit haben wir es endlich wissenschaftlich bewiesen.
Hier sind die Nominierten in der Kategorie Best Gag. Best Gag. Guckst du? Andere ja, Weltbruder. Der Kabel war schon krass, aber guck dir mal das hier an. Tschüss! Alter! Ja, Bruder, wo bin ich? Andere Welt! Fabs, wo bist du? Fabs, die andere Welt ist hier geil, ja? Fabs, tschüss, überall Farben, Bruder! Wallace ist krank! Dieser Tacker ist richtig groß, kann das sein? Tacker-Psychose. Oh, Alter, wie groß der ist! Junge, oha! Digga, ist das ein großer Tacker? Digga, der Tacker ist so riesig! Digga, das ist richtig... Digga! Der ist so groß! Digga, holy shit! Was tackert man damit, Bro? Digga, das ist ein richtiger Gewerbetacker! Ja! Das ist ein richtig... Sag mir alles nach, außer bei ich dem Wort Kamel. Sagst du anstatt kaufen K, okay? Okay. Okay, ich kaufe Tomate. Ich kaufe Tomate. Ich kaufe Haribo. Was? Ich kaufe Haribo. Ich kaufe Haribo. Ich kaufe Leiter. Ich kaufe Leiter. Okay, ich kaufe Mehl. Ich kaufe Mehl. Is Voyage the good or can we make Hugo one class lower? Okay. Can we make Hugo one class lower? No, no. Give him then also the Voyage. YouTube, was geht ab? Euer Basti synchronisiert Kevins Intro. Video. Pony Bridge 3, habt ihr davon schon mal gehört? Es ist rausgekommen und ich habe es gespielt und sofort einen Rekord aufgestellt. Wie kann das denn sein? Ihr solltet auf jeden Fall dranbleiben, um zu sehen, was für ein Rekord da ist. Lasst einen Like da. Yo, YouTube, Papa Platt ist back am Start mit einem weiteren Gaming-Upload auf dem Kanal. Pony Bridge 3, schon mal von gehört? Nein? Ich auch nicht. Ich hab's aber gespielt und einen Rekord aufgestellt. Das war so nice. Lasst einen Like da. Yeah. Guten Morgen, ihr Süßen! Habt ihr schon mal was von Pony Bridge 3 gehört? Das ist ein neues Game, was rausgekommen ist. Und ich habe es sofort gespielt und einen Rekord aufgestellt. Das geht doch gar nicht, denkt man sich, aber ich hab's geschafft. Bleibt dran! Yeah! Yeah, yeah, yeah! Meine zwei Finger stinken! Das dritte ist ja so hart. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Domos 2023. Der Gewinner in der Kategorie Best Gag. Warum habe ich eine Gabel in der Hand? Digga, wo bin ich hier gelandet? YouTube, Papa Platt ist back am Start mit einem weiteren Gaming-Upload auf dem Kanal. Pony Bridge 3, schon mal von gehört? Nein? Ich auch nicht. Ich hab's aber gespielt und einen Rekord aufgestellt. Das war so nice. Lass einen Like da. Yeah. In der Welt der Videospiele passiert so einiges. Da kann sogar ein Kevin-Stream ab und zu witzig sein. Hier die Nominierten in der Kategorie Best In-Game Moment. Best In-Game Moment. Komm her nach hinten, Papa, warte, komm her nach hinten. Ist down, ist down. Der soll sich mal verpissen. Mann, Junge, was ist mit ihm hier, Digga? Wer soll sich mal verpissen, Digga? Junge. Digga, was macht der denn? Bruder, verpiss dich. Natürlich passiert. Du hast es gerade fast. Ja, let's go, ich hab's. Das Gesicht, das Gesicht, Gesicht. Wo bist du, wo bist du, wo bist du? Gesicht, geh weg. Oh mein Gott! Gesicht ist hier, komm hier rein, komm hier rein, komm hier rein! Reese ist gestorben. Ey, was ist denn der Krieg-Button? Geh! Geh rein. Nee, geh geht nicht.
Geh rein, Amona. Achso. NPC down. Ist das hier euer Kollege, der Wizard? Knallharte Jungs. Na, lass ihn totschießen. Hey ho, dummes Freunde und herzlich willkommen zur Kategorie Best In-Game Moment 2023. In der Spielewelt gibt es Momente, die bleiben uns ja für immer im Gedächtnis. Und davon gab es bei Kevin in den Streams ja sehr viele in den letzten Monaten. Und einer davon ist besonders hervorgestochen, den habt ihr nämlich gewählt. Und der Gewinner ist NPC Down! Warum eigentlich haben die Entwickler Travis Scott so random in das Spiel da gepackt? Auf jeden Fall ein fettes GG für diesen schönen Moment. Warte! Wir hatten die letzten Male schon richtig, richtig krasse Gäste und immer wieder super Laudatoren. Aber wer jetzt als nächstes kommt, das könnt ihr nicht erraten. Wir schalten live raus zu Barack Obama. Der ist weg. Na gut, dann halt nicht. Hier die Nominierten in der Kategorie Best Guest Appearance. Best Guest Appearance. Mach ihn lauter, nee. Komm Discord, leise, weil wir so 2.0. Aber wie lässig. Wie lässig, er vorbeigeflogen. Karriere selbst, Karriere. MVP Ralle. Karriere selbst. Er hat in der Hand. Ich werd bescheuert. Bro, no fucking. Er hat das. Ralle! Hey, ich check's von mir. Das ist genau das, was wir brauchen. Hi, schönen guten Tag, Kevin. Oh mein Gott, sie retten den Tag, wirklich. Krass. Aber wir geben ihnen ganz kurz was dafür. Doch, 100%ig. Wir bestehen da drauf. Bitte nehmen Sie das. Wir sind sonst extrem undankbare für die Leute im Internet. Sie müssen das nehmen. Sie sind gezwungen dazu. Vielen Dank, Sie retten den Tag, wirklich. Dankeschön. Schönen Tag noch. Dankeschön, ciao, ciao. Er soll mir die Klappen machen. Auf, zwei, der Einzige, der lacht. Das hier gucken, Bro. Ah ja, auf, zwei, vier, genau. So. Der Einzige in der gesamten Halle, der lacht. Hat einen sehr chaotischen Spiel. Könnte mein Sohn vorwärts sein. Oh. Hey, Revi, du Bastard! Revi, du Bastard. Ich muss Rohr töten, steht oben bei mir. Steht da! Was soll ich denn machen? Das steht da! Verpennt! Nein, was? Eschweck, ich muss Eschweck töten! Du bist ein Esel! Mann, such dein Scheiß, Esel! Und der Endvideo? Spielt Basti dieses Jahr mit so auch Distance-Stuff? Doch schon. Ja. Kevin, aufpassen! Oh, oh. Kevin! Boss, wirklich! Bro. Kategorie Best Guest Appearance bei den Video Days 2023. Vielen Dank, Dominik, fürs Aushelfen. Wir sind natürlich nicht bei den Video Days Awards 2023, sondern bei den Domos. Gewinner in der Kategorie Best Guest Appearance ist der Einzige, der lacht, von Dominik und Kevin. Herzlichen Glückwunsch. Okay. So. Der Einzige in der gesamten Halle, der lacht. Hat einen sehr chaotischen Stream. Kennen Sie das Gefühl? Sie wollen entspannt Ihren Lieblingsstreamer genießen. Aber dann... Langeweile. Doch wir haben die Lösung für Sie. Die No Boredom Association präsentiert
ihre revolutionäre neue Software. Wir erkennen, wenn die Unterhaltung nachlässt und fügen Stimmungsmacher hinzu, um ihr Erlebnis zu verbessern. Ja, wie gesagt, gerade Leute, auf jeden Fall hier mein Zimmer. Aber das ist noch nicht alles. Mit unserem neuesten Update präsentieren wir den virtuellen Streamer. Er macht ihr Entertainment persönlicher und unterhaltsamer als je zuvor. Ey Mann, das würde ich richtig beschissen. Lass lieber was Besseres anschauen. Genau davon rede ich, das ist viel besser. Genau sowas, das gefällt mir. Was ein Loser. Die No Boredom Extension für nur 399 Euro im Jahr. Wann geht die Show los? 20:15 Uhr. Danke. Hast du Brent gesehen? Danke. Den ganzen Tag frühstücken. Deinen Job hätte ich gerne. Danke. Hier die Nominierten in der Kategorie Top Cringe Moments. Top Cringe Moment. Oh, warte mal, was sollten wir nochmal sagen, wenn man geht? Verabschiedung auf Dänisch. Tag. Tag. Oh mein Gott, sie hat absolut keine Reaction gezeigt. Oh nein. Bro, sie hat absolut keine. Sie dachte sich einfach so, what the fuck, Bro. Oh nein. Das war so scheiße. Nein. Warum hat die nichts gemacht? Warum hat die nichts gesagt? Bro, sie hat nichts gesagt. Hä? Okay. All right. Can we take a picture? Can we take a picture? Me? Yeah. No, no, I don't want. Okay. All right, thank you. Thank you, bye bye, have a good day. Bye bye. Warum fragst du das so awkward, Mann? Evil. Die denken, wir sind so Petos und Weirdos oder so. Warum? Sorry, do you have XXS condoms on in here? XXS Kondome. No? What? Do you got XXS condoms in here? Not for you. Okay, okay. Thank you. I'm sorry, man. I lost the bet. You too. Bis zu ihr. One thing and one thing only, and I really need to know what is your I8? What does this mean? Yeah, I also want to know. Okay, I'm very intrigued. I guess I can't tell it on stream. It's for the better. I'm not sure. You already leaked your future travel. I don't think you have a choice. You could just, you know. I mean, there was like kind of an incident while I was driving, and I'm not pretty sure how I could we say can move. Chat set you up. That's okay. Set you up. We thought maybe it was... Yeah, we just wanted to ask, but now we know. Thank you for wanting to answer that question. You do live in Germany, so we'll just put the pieces together and we'll move on from that. Yeah, it's better. It's better for the content. Trust me. Hallo Freunde, ich darf euch den Gewinner der Kategorie Top Cringe Moments vorstellen. Und zwar der Gewinner in der Kategorie Top Cringe Moments ist bis zu ihr. Fick in den Hoodie rein, ich bin Lattenfett.
Oh Gott, Miss Atom, bitte mach das. Bitte tu mir den Gefallen und lass es nicht anhören. Okay, voting Zeit, pass auf den Track. Können wir den durchhören? Kleiner Fun Fact: Kevin ist mehrfacher Milliardär. Wir müssen ihm also gar nicht mehr donaten. Hier die Nominierten in der Kategorie Best Donation. Best Donation. Die bleibt einfach da und die baumelt da. Der normalste hier. Basti GHG und Tomata einen extrem harten Porno drehen, wo Basti Wielands Eier mit einem Eierring abkneift und dann Wieland als seine kleine Villager Bitch betitelt, während Tomata Basti die Nippelzwiebeln. Ey, Leute, was zum Flying Fuck passiert? Ich hab mir heute Morgen AI Donuts in Hose geschurzt, damit mir eine Luftpumpe von Chef mich jehen lässt und ich mir ein paar Mal den Jürgen abmelken kann, bevor die Alte wieder vom Zumba zurückkommt. Bruder, wirklich, ne? Chef, wir müssen es langsam beenden. What the fuck, Bro? Diese Donuts, Alter, es ist wild. Zweiten Auto, guck mal, wir uns das Römische Reich. Julius Caesar. Entwickelt die Katapulttechnik für sein Haar in Anspruch nehmen. Bitte meldet euch bei Legionärskaserne 34. Ihr benötigt lediglich den Passierschein A38. Julius Caesar. Danke für die 3, Bro. Ich weiß, es sieht gerade so aus, als hätte ich absolut keine Ahnung. Muldenkipper Manfred. Halt dein Maul und bau schneller die Brücke. Meine Alte hat das Essen auf dem Tisch und ich will die Scheiße nicht kalt fressen. Muldenkipper Manfred. Bruder, wer ist denn er? Real-Life Dono. Hallo Kevin, ich bin der Typ mit dem Basti GHG-Pappaufsteller. Bitte sag mir nicht, der ist im Papiermüll gelandet. Nein, der steht in unserem Stream, in unserem Ding-Setup, bei unserem Podcast. Bro, what the fuck? What the fuck, Bro? Was zum Fick ist gerade passiert? Ey, wunderschönen Tag noch. Ciao, ciao. Hey Chat, was geht ab, was geht ab? Freunde, wir sind wieder da. Was geht, was geht, was geht, was geht? Ey, Freunde, heute einiges vor. Wie geht's euch, Mann? Wie geht's euch? Ey, bevor wir richtig anfangen, habe ich euch was Kleines zu verkünden. Thema Domus. Finn, danke für die 6 Monate. Vielen Dank. Genau. Und zwar Thema Domus. Bester Clip, bester Donation Clip. Der Gewinner ist Samuel. Danke für die 21 und Jimmy, danke schon für die 18 Monate. Ey, Kuss, freut mich. Danke für den Support, Mann. Gewinner in der Kategorie ist Philipp, dankeschön für die 34 Monate. Alter, Longtime-Supporter. Kuss. Bro, danke, mein Homie. Danke, Mann. Vielen Dank. Ey, Freunde, wenn ihr noch im Twitch Prime übrig habt, gerade wo wir dabei sind, dann checkt das unbedingt gerne mal aus. Ist for free. Könnt ihr einfach connecten, wenn ihr habt. Checkt einfach, ob ihr das noch habt. Ist auch egal. Also, Freunde, Gewinner. Menschen, die über 120.000 Kanalpunkte sollten mal raus. GH gehen. Bro, come on. Alter, was hat Robin sich dabei gedacht bei diesem scheiß Textus-Speed-Scheiß da, Alter? Oh Mann. Ey, können wir jetzt endlich diesen scheiß Gewinner das verkündigen? Schon gesehen. Ah, danke für die 5, Bruder. Was ist das hier? Was ist das für ein Link? Da unser lieber Streamer die Ankündigung ja nicht selber auf die Reihe bekommt, der Gewinner in der Kategorie Best Donation ist Real Life Dono! Opfer. Digga, behalt doch. Hallo Kevin, ich bin der Typ mit dem Basti GHG-Pappaufsteller. Bitte sag mir nicht, der ist im Papiermüll gelandet. Nein, der steht in unserem Stream, in unserem Ding-Setup, bei unserem Podcast. So, Freunde, auf die Kategorie warte ich schon wieder ewig. Das ist meine Lieblingskategorie. Also ich habe schon beim letzten Mal, habe ich schon ein bisschen drüber nachgedacht, wie ich die machen kann. Hier sind die Nominierten in der Kategorie, ist drauf, in der Kategorie Best Fail. Auf diese Kategorie freue ich mich schon das ganze Jahr lang. Wir haben angefangen zu planen und ich wusste schon direkt, das wird meine Lieblingskategorie. Und
Und deswegen freue ich mich, endlich euch vorstellen zu dürfen. Best Fail. Auf die Kategorie freue ich mich mein Leben lang. Also nicht mein Leben lang, sondern also jetzt theoretisch freue ich mich erst seit diesem Jahr. Aber weil, also halt theoretisch, weil wir stellen Best. Nein, wir stellen Best. Ein bisschen. Also. Best Fail. PP-Gabal. Oh mein Gott, es hat echt die Lampe gedischt, aber es ist nichts passiert. Okay, ich mach's nochmal. Junge, die Nachbarn freuen sich. Also steht gerade so. Bro. Der Teeglasvorfall. Die Schmerzen machen sich breit in meinem Körper. Bro, was war das? Kevin und Hugo legen sich aufs Maul. Small accident. Nothing happened. Divide that by 600. The answer is 30 Tage für den Content. But Miss Kev, the student have a question. Since we're adding in one extra day 30 days? Every fourth year. Yo! I trolled for the content, man. Ich glaube, das hier ist es. Ich bin mir nicht sicher, aber. Riesfeld. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein. Boah, alles gut? Ist alles gut? Ich hab gut. Alles top. Ich hab alles auf Cam. Ich hab alles auf Cam. You know, I don't think there's any bigger fail of the year than starting an award show 5 years after they were popular. But anyway, the winner of the top fail of the year is... Reese! Ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein. Boah, ist alles gut? Ich bin voll. Ist alles gut? Ich bin voll. Oh, alles top. Ich hab das auf Cam. Wie lange hast du für den Elden Ring Boss gebraucht? Eine Stunde. Wie lange braucht der Durchschnitt? Eineinhalb. Danke. Hier die Nominierten in der Kategorie Best Roast. Best Roast. So, Freunde, ich koche jetzt mal auch was und dann treffe ich mich mit Felix. Philo versus Zabex. Was machst du mit der? Ich Felix Sex. Ich habe Analsex mit der. Okay. Das war mir ein Fest. Das finde ich ganz schön fatal von dir. Deine Oma hat mir das ganze Game und dann... Deine Mutter ist ein Haufen Lederknochengerippe. Ich baue aus deiner Oma eine Rust-Rüstung. Sind das Diamanten in dem Dungeon oben? Da kommt spreiz weit, ne? Auf welcher Ebene findet man die? Oh, hier läuft ein Geist rum. Marsha, die Hexe. Oh, nee, ist nur meine Freundin, die ist ungeschminkt. Das ist, da läuft kranke Scheiße, Bro. Deutschrap-Müll. Ach du Scheiße, ist ja noch schlimmer. Ja, aber das hört man im Beauty eh nicht. Da läuft so Deutschrap-Müll. Deutschrap-Müll? Ja. Zieh einen Hoodie auf. Du Hurensohn, ey. Dicken Arsch. Ist es so, jede Weihnacht Julian Kevin allein zu Hause angesprochen zu werden? Ach, Bruder Julian, lass doch gut sein, Digga. Lass es. Wie ist es so, in den letzten 4 Monaten 50 Euro mit Fortnite verdient zu haben? Es ist schöner, I'm good, bro. Okay, hör nur Spaß auf. So, nachdem ich jetzt die Ehre hatte, mir alle Clips nochmal anzuschauen und auch die insane witzigen Clips von Kevin nochmal anschauen durfte, die wirklich alle super, super witzig waren, darf ich euch den Gewinner verkünden. Und der Gewinner ist... Nicht Kevin, es ist Felix gegen Zabex. Geil!
Geil, geil, geil. Das ist ganz schön fatal von dir. Ja, deine Oma hat mir das ganze Game unter. Deine Mutter ist ein Haufen. Deine Oma ist ein Haufen Lederknochengerippe. Ich baue aus deiner Oma eine Rust-Rüstung. Das Diamanten in dem Dungeon oben. Da kommt Haut auf Kopf. Die Community ist ein integraler Part von jedem Twitch-Stream. Gott sei Dank ist diese hier so beschissen. Hier die Nominierten in der Kategorie Best Community Interaction. Best Community Interaction. Ich habe deine Projekte geguckt. Treuer Fan verfolgt Kevin seit einem Megaprojekt. Jo, was geht ab? Die Menge einheizen. Hier ist für euch. Bist du Kevin? Bist du Kevin? Jo. Können wir ein Foto machen? Ja. Bro, du kamst gerade super random hier an, Alter. Papa Platte, ich bin dein Zwilling. Wir müssen los. Foto, Kevin. Wir müssen los. Oh mein Gott. Geil, ich bin vorbei. Ich sehe aus wie du, Kevin. Ich bin dein Zwilling. So erreicht habe schon. Ja, true. Hast du gerade ein Foto gemacht? Ohne dass ich jetzt damit angeben will oder so, aber so, dann denke ich so, Bro, wie krank. Also, hast du gerade ein Foto gemacht? Jo. hast du gerade ein Foto gemacht von ihm hier? Digga. Geil. Nee, er ist auf Discord. Jo, Digga. No way. Mensch, wo sind denn die 5 Kilo Schweinefett? Ach, Menschenskinder, hab ich mich erschrocken. Ihr seid's, Freunde. Was soll ich euch sagen? Das Jahr war lang. Wir haben zusammen mit Kevin geweint und gelacht. Und wir waren vielleicht das ein oder andere Mal auch ein bisschen gelangweilt, weil der Mann schnattert echt viel, wenn der Tag lang ist. Wahrscheinlich hat sich das auch der Kollege gedacht. Und Kevin hat sich zu Recht gefragt, hast du gerade ein Foto gemacht? So, dann denk ich so, Bro, wie krank. Also, hast du gerade ein Foto gemacht? Jo. hast du gerade ein Foto gemacht von ihm hier? Digga. Geil. Viele Influencer kommen heutzutage mit neuen Produkten um die Ecke. Energy Drinks hier, Snacks da. Und um ehrlich zu sein, langsam wird es Zeit mitzumischen. Deswegen präsentieren wir euch die Koopies. Leckere, nahrhafte Koopies. Soll noch sehr gut als Weihnachtsgeschenk kommen, wurde mir gesagt. Koopies. Eating rich. Du bist du. Und nur du kannst dich challengen. Kevin Vertrauen reicht nicht. Erwartungen Spaß dir. Nur er hält dich auf. Du willst Reichtum? Dumm gelaufen. Mach dich zum Believer. Papa Points. Das Original. Jo, du bist ja auch noch da. Bleibst du voll? Ich danke dir, Mann. Bist du sicher, dass du alleine bleiben willst? Und frohe Weihnachten. Song you hear
same thing too. Das Management hat uns gezwungen, eine positive Kategorie einzubauen. Hier die Nominierten in der Kategorie Best On-Air Performance. Best On-Air Performance. Und noch Salz. Salt Flip. Meinst du, ich kann das so flippen, dass es so Salto macht? Ja, schaffst du. Oh Mann! Ich gehe ein bisschen weiter runter und dann könnte ich hier so. Kevins Backflip. Oh mein Gott, Alter. Okay, das war der beste bis jetzt. Das war crazy strong. Oh mein fucking Gott. Das sah richtig gut aus. Let's go. Einfach ein Frauenschläger. Also blond. 6 Killrunde. Jungs, hallo. Hallo, wo seid ihr? Ich hab 4 Nathan. What the fuck? What the fuck? Kevin macht Alter, Kevin. Der ist immer da, wo es brennt. Zwischen den Linien. Hops genommen. Oh mein Gott, Bro. Weiter den Mund. Crazy Trickshot. Oh! Falls du dich jetzt fragst, Kevin, was macht der denn hier? Ich habe keine Ahnung, aber ich weiß, dass ich den Domo-Gewinner der besten On-Air-Performance 2023 küren darf. Und gewonnen hat Dominik, der Lustige aus dem Podcast mit dem Salt Flip. Herzlichen Glückwunsch. Und noch Salz. Meinst du, ich kann das so flippen, dass es so Salto macht? Ja, schaffst du. Oh Mann! Wusste, war klar. Okay, in der letzten Kategorie haben wir gelogen. Jetzt kommen nämlich absolute Prime-Kevin-Clips. Wirklich seine besten Gaming-Momente überhaupt. Hier die Nominierten in der Kategorie Best Gaming Performance. Gaming! Yeah! Gib mir! Woo! Let's go! Best Gaming Performance. Oh, Papa! Oh, and that's not what you want to see. Oh, Hype! Messing with Papa a little bit. Hype could use some points. Yeah. Aimgot in Payday. But die auch alle. Fuck. Er kann F drücken, dann steht da R verkaufen. Hab alles verkauft. Okay, hab alles verkauft. Da gab's irgendwie kein Geld für. Ist einer Piece, einer Piece. Angesoffen in Fortnite. Ah, okay. Wait, what? Ich hab's gar nicht geschnallt. What the fuck? Ich hab 5 Mal auf die Lara geschossen. Behandeln, würde ich sagen. Und Kevin macht oh Kevin-Sachen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein! Oh mein Gott, bin ich dumm? Bro, oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wie ist das passiert? Bro, oh Gott. So, meine lieben Freunde, und ich darf euch den Gewinner der Kategorie Best Gaming Performance verkünden. Und der Gewinner ist natürlich der Clip Hab alles verkauft. Er kann F drücken, dann steht da R verkaufen. Manchmal passt einfach alles. Hier sind die Nominierten in der Kategorie Perfectly Timed Moments. Perfectly Timed Moments. Ich hab mir ganz schnell was zu trinken, Chef. Case Harden. Ey, wenn ich jetzt die Scheiße... Oh, you bitch! Oh. Wenn ich jetzt die fucking Case Harden verpasse und es ist ein Blue Jam, hasse ich mein Leben, Alter. Oh, baby. Slide it in. Oh! Terrible. Yes! The booty
That butt is decently nice. Blue. The ass is decently blue, but it's not. What? It's not. If this is close to 661, I'll. What? Wait, guck dir gerade den Stream? XQC Sleeper. Nice try, bro, nice try. Oh, yo. Skelett. Ich hab's möglich gemacht. Ich weiß nicht wie, Rezmann. Boah, ich sag ehrlich, ich glaube, wenn ich jetzt nochmal dick falle. Dick gefallen. Edelduck ist Triduck, das Beste, was mir hätte passieren, safe schon dreimal durchgehört, Kuss, Bro. Das Game ist ein einziger Fiebertraum, BTWWT. Oh, mir geht's gar nicht gut. Ich nehme diese Woche an einem Super Mario 64 Speedrun Tournament teil, was gestern gestartet hat. Confident AF. Und es ist halt über diese Woche und die nächste Woche und vielleicht sogar noch übernächste Woche verteilt. Ich sag mal, ich fühle mich eigentlich relativ vorbereitet. Du kleiner Hurensohn. Moin Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Kategorie der Domus 2023. Ich habe kurz zur Erklärung gestern um 4.51 Uhr morgens von Stegi eine Discord-Nachricht bekommen, ob ich nicht Lust hätte auf einen kleinen Gastauftritt bei den Domus. Und da habe ich mich geehrt gefühlt. Ich bin endlich in der Szene angekommen. Dann habe ich das Skript hier geöffnet und ich weiß nicht, warum das da überhaupt drin steht, aber vor dir hätte Simon Unge die Kategorie gehabt. Dieser liest seine DMs leider nicht. Da war ich wieder auf dem Boden der Tatsachen zurückgeholt und bin hier scheinbar nur eine Notlösung. Aber ist in Ordnung, Leute. Ist in Ordnung. So, Leute. Perfectly Typed Moments. Der Gewinner ist XQC mit Sleeper. Woo! Hey, guck dir gerade den Stream. Ey, Gratulation vor allen Dingen auch an Papa Plane, jetzt kurzer Real Talk. Machst du echt super. Also ich finde, du bist ein schönes Aushängeschild für Twitch Deutschland. Und weiter so. Stabiler Boy, nächste Kategorie der Domos. Oder was kommt jetzt? Bis zu ihr war Kevins erste Single und hoffentlich auch letzte. Hier die Nominierten in der Kategorie Best Vocal Performance. Best Vocal Performance. Danke, dass ihr heute da seid! Holy shit! Bis zu ihr live in Craft Attack. Jawohl, ey! Lass die Reise ab jetzt! Ich bin durch die Luft! Er putzt in meinem Ohr, Digga! Nicht weiter! Digga! Oh, er putzt in meinem Ohr, nicht los! Jetzt du wieder! Miss Kiff singt I Want It My Way. Stell dich vor, ich komm jetzt gerade ins Stream. Oh, wir haben einen Sock gegiftet. Danke, Mann. I never wanna hear you say that I want it that way. I want it that way. Digga, er macht doch den ganzen fucking Song. Er macht den ganzen fucking Song. Wow. Großes Kino, großes Kino. Absolutely. There you go, paper plate. Hey baby. Hey! Hey, baby. Ooh. I wanna know if you'll be my girl. Yes, Lane, labels about. Hey! Hey, baby. Ooh. I wanna know if you'll be my girl. Digga, krank. Nur für euch. Krank. Geil. Oh.
This is the Let's Hugo Production. Hugos Milka Big Mac Freestyle. Oh. Ich liebe Milka Schokolade, aber hab nicht mal eine Tafel. Eine Tafel, no. Ey. Habe ein Mousepad von Trimac. Esse aber gerne Big Mac. Nam. Esse gerne Big Mac, oh. Aber hab nicht mal einen Chef. Mama. Chef. Strobel. Ich hobel. What the fuck, und Alter. Hobel. Fire. Digga, holy shit. Das ja, das war krass. Das war ein Bars, Bro. Wir sind mal wieder hier auf Malle. Alkohol, ich liebe dich. So für eine Kralle. Oh, oh, oh. Der Lümmel ist pralle. Ich klär mir eine Stalle. Wir kotzen alle. Ich habe die große Ehre, den Gewinner der Kategorie Best Vocal Performance zu announcen. Und ich sage euch ehrlich, mit Abstand, mit wirklich großem Abstand, hat ein Clip gewonnen, in dem logischerweise Kevin nicht alleine performt hat. Wie sollte es auch anders sein? Denn der Gewinner ist Alkohol, ich liebe dich. Gratulation dazu. Wir sind mal wieder hier auf Malle. Völlig knalle, so für ne Kralle, oh, oh, oh. Der Lümmel ist pralle, ich klär mir ne Stalle, wir kotzen alle, oh. Meine Damen und Herren, wir sind angekommen. Das Finale des Abends, Award for Special Achievements. Ihr habt die ganze Show lang voten können unter diesem Link hier und können es auch immer noch, weil wir haben noch einen Spot. Und nach dem Spot war sogar noch eine kleine Überraschung auf euch. Wir sehen uns gleich. Was geht, Freunde? Kramer hier. Also ich wurde gefragt, ob ich nicht einen Song machen kann, quasi als Einleitung für die Special Achievements Kategorie. Und ja, I guess, das ist es. Hey, danke Kevin für dieses Jahr. Ohne deine Streams wären wir jetzt hier nicht da. Danke für das Finden von den V-Logs. Willkommen zur Kategorie der Special Achievements. Ich muss echt sagen, in diesem Jahr ist echt eine ganze Menge abgefuckte Scheiße passiert. Und nein, ich red nicht von Kevins neuer Frisur, sondern von all den Momenten, die er mit uns erlebt hat. Start ist das Licht, Taste, den Pixelkrieg. Um Stromausfall in Indien oder mit Exiosi. Wir waren stärker, haben sie besiegt. Wir waren stärker, haben sie besiegt. Oh wow. Tobias wurde über Nacht zu einem Superstar. Deine Schatzsuche bei Joko und Blas. Standen auf der Kippe wegen diesem fucking Rundschaft. Doch wir haben ihn am Ende noch zum Millionär gemacht. Hey, danke Kevin für dieses Jahr. Ohne deine Streams wären wir jetzt hier nicht da. Danke für das Klippen von den V-Logs. Willkommen zur Kategorie der Special Achievements. Du warst ganze drei Wochen lang nicht da.
mit der Edeltortur acht ganze Städte befahren. Und dafür will ich Dominik Danke sagen, denn ohne ihn wird keiner von den Zuschauern lachen. Wir machen Kinder glücklich in einer schwierigen Zeit. Sammeln mit Basti Stimme 70.000 Euro ein. Keiner könnte so ein bisschen wie erwarten. Danke, Kevin, ey, wir wollen dir danken. Award for Special Achievements. All right, you both are in here. Yo, yo, yo. Our Place 2023. Yo, 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 yo. Yo. We can act as zones, but you have to take in what that comes with, though. The hamburger strong. You want to change the shit left to the right? Keep an hamburger. We take it working. We are doing the moon because we are stronger. And you guys are doing the star. I guess it's fine. Digga, heute wurde Geschichte geschrieben, I guess, bro. Das sind die guten alten Zeiten, an die wir uns immer erinnern werden, Chat. Weiß. Oh! Joko und Klaas, das Millionenrätsel. Und jetzt mit der Konfettikanone ins Auge, Digga, er ist so blind. Digga, ich seh nichts mehr. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Let's go! Let's go! Das ist alles, was ich wollte! Hey, hier ist Klaas. Bro, what the fuck? Was geht ab? Ich würde mich sehr freuen, wenn du heute noch zu mir in die Show kommst. Also irgendwie so halb zwölf oder so. Wir schreiben dir, ja? Easy, machen wir so. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Was? Like the normal phone. Edeltour. Halt mal die Fresse jetzt, kriegst du das hin? Hurra! Hurra! No way! No way! No way! No way! Thank you very much. Ja! Ja! Let's go! Geil! Geil! Ja, Mann, wir hoffen auf jeden Fall, es hat euch übelst gut gefallen, Freunde. Es war auf jeden Fall eine wilde Zeit, Digga. Und jetzt gehen wir zurück ins normale Leben. In dem Sinne, Freunde, wünschen wir euch einen wundervollen Abend. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Edeltour, wenn es dann mal wieder soweit ist, Freunde. Richtig. Ja, ich bin's nochmal. Ich hab grad mal gecheckt hier. Eure Seven versus Wild. September los, 13.09. in Hamburg, richtig? Ja. Ja, dann ist das kein Ding, dann geht das klar. Geil. Fritz, wir sind dabei! Wir sind dabei, wir machen's. Sie kennen sich in- und auswendig, doch keiner von beiden hat irgendwelche Erfahrungen im Bereich Survival. Trotzdem war ihr größter Wunsch die Teilnahme an Seven versus Wild. Man soll aufpassen, was man sich wünscht. Edeltalk Podcast Tour. Hey, was geht ab? Hallo! Hey, was geht ab? Hey, was geht ab? Berlin! Was geht ab? Stuttgart! Stuttgart, was geht ab? Was geht ab? Wir sind da schon. Servus! Wie? Was geht ab? Was geht ab? Was geht ab? Was geht ab? Hallo! Ihr habt noch du hast noch eine eigene Spendenaktion gemacht. Kannst du Make a Wish Charity Stream. Wie war das und wie viel kam da zusammen? Ja, ein guter Kollege von mir, Beni, der ist auch Streamer, der hat mich eingeladen. Der macht jedes Jahr immer so einen Monat, wo der Geld sammelt für die Make a Wish Foundation. Und wir haben heute mit der Community zusammen 70.000 Euro gesammelt. Und unfassbar viele Wünsche erfüllt. Richtig geil. Ja. Also, ich muss dir wirklich. Meine Damen und Herren, nun erneut Kramer mit einer Special-Version seines Edeltour-Songs. Herzlich willkommen auf der Edeltour. Ritzmann und Kevin sind da rund um die Uhr.
herzlich willkommen auf der Impde-Tour. Hülsmann und Kevin sind da rund um die Uhr. Komm, schalt schnell ein, damit du nichts verpasst. Also lehn dich zurück und genieß den Trip. Es geht in den Norden, also zieh dich warm an. Skandinavien. Doch dank den Anfangsproblemen konnten wir noch nicht fahren. Ab nach Hagen. Dank Miguel hinter der Cam und Tim in seiner Zentrale hatten unsere Jungs ne Antwort auf dumme Fragen. Und wird's mal kalt in Skandinavien, wird gekuschelt in dem Wagen. Reese, der König auf den Straßen, Kevin bringt uns stets um. Herzlich willkommen auf der Edeltour. Riesmann und Kevin sind da rund um die Uhr. Komm, schalt schnell ein, damit du nichts verpasst. Also lehn dich zurück und genieß den Trip. So, frisch vor Weihnachten. Liebe Grüße von mir, mein Name ist Kontra K, wer mich nicht kennt. Ich habe die Ehre, die Gewinner oder den Gewinner der Domus verkünden zu dürfen. War ein krasses Jahr, viele schöne Sachen, Seven vs. Wild. Die Schatzsuche, übrigens mein Favorit, Make-A-Wish und so weiter und so fort. Deswegen danke, dass ich hier diese Mini-Lau dazu erhalten darf. Der Gewinner der diesjährigen Domus ist die Schatzsuche von Joko und Klaas. Und ich brauche unbedingt wichtige Karteikarten. Hey, herzlichen Glückwunsch, frohe Weihnachten und Yippie-Yay, Schweinemacken. Oh, Alter, das ist deine Million! Oh mein Gott! Yeah. Und jetzt schon mit der Konfettikanone ins Auge, Digga, er so blind. Digga, ich sehe nichts mehr. So, meine Damen und Herren, wir sind am Ende angelangt. Die Domus 2023, es war mir mal wieder ein absolutes Fest. Vielen, vielen Dank an mich erstmal fürs Hosten dieser wunderschönen Show. Habe ich mal wieder gerockt, wie immer. Und ansonsten noch danke an Nico, Kayo, Lars und Philipp, das Team Ocula, die ganze Sache hier auf die Beine gestellt haben. Wir sind es einfach, was soll ich sagen. Noch einen größeren Dank an Eventwerke, die ganze Technik gemacht haben, dieses Bühnenbild, das Licht, alles, Sound, wirklich, Jacküsel, ich danke euch. Auch noch danke an alle anderen, die mitgeholfen haben, ihre Zeit geopfert haben. Ihr seid absolute Könige und Königinnen. Ja, ansonsten bis zum nächsten Mal hoffentlich und wir sehen uns. Tschüss. Daumen, spielen, dann klopfen. Hallo. Pretty.